Servusle, meine Lieben, schön, dass ihr reinschaut. Unsere Daily Dosis Arg mit Voucher und mit dem Alderle. Hier sind wir ganz schwer am Umorganisieren, Leute. Ich habe den Paraseer Nummer 1 schon mal draußen, ohne Beladung. Leute, beim Einladen, es war so übel. Ich habe eingeladen oben, ne, so wie wir es vorgehabt haben, wie ich es gestern gezeigt habe in der Folge. Und bam, jedes Mal irgendwie nach drei, vier Tieren sind unten die Tiere gerade so rausgefallen, wie ich sie oben reingeschmissen habe. Trotz Zwischendecken, ich habe alles Mögliche probiert. Es wird nicht funktionieren, dass wir die Paraseer mit Tieren beladen und darüber laufen. Da geht es noch gar nicht mal darum, dass ich da nicht hängen bleiben darf. Die glitschen von ganz alleine raus, wenn der Paraseer nur hier steht und atmet. Deswegen müssen wir das jetzt umentscheiden. Ich habe hin und her überlegt, wie wir es machen, Leute. Übrigens, ich hoffe, ihr seid gut in den Montag gekommen. Da sind wir schon wieder mitten in der Woche, Neustart. Jetzt pass auf. Wie gehen wir das Thema jetzt an? Der Alderle und ich, wir haben uns zusammengeguckt, Kriegsrat, gibt nicht viele Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, ich fliege die Tiere rüber mit dem Agi. Ja, das heißt, einen auf die Schulter, einen in den Schnabel, einer beim Agi in die Klauen. Dann muss ich pro Flug, kriege ich drei Tiere rübergeschleift. Bedeutet aber bei der Masse an Tieren, die wir haben, dass ich sehr, sehr viel fliegen muss, was sehr, sehr zeitintensiv ist. Ja? Und ich habe auch keinen Bock, jetzt 10 Folgen zu machen, wie wir 10-mal hin und her fliegen. Das ist der eine Punkt. Und die Zeit habe ich einfach nicht, das Offscreen zu machen. Aus dem Grund müssen wir zwischen zwei Varianten wählen. Wir haben die Variante Nummer 1, dass ich die Stargates aufbaue, die Mod. Das heißt, ich stelle hier ein Stargate hin, gehe rüber mit den Paraseern, baue drüben ein Stargate auf und port uns einfach in die Höhle rein. Möglichkeit 1. Jetzt bin ich aber so der Typ, der sich ja gerne die Stargates verdienen würde in einer gewissen Form, ja. Das heißt, ich würde gerne jetzt die Reise auf mich nehmen und wenn das klappt und wir das geschafft haben, trotz aller Strapazen, dann würde ich mir erlauben, hier ein Stargate hinzustellen und drüben in die andere Höhle, dass wenn wir mal irgendwas haben, was ich offscreen erledigen muss, dass ich hin und her switchen kann, ne? Bedeutet nicht, dass ihr... Habt ihr gesehen? Da ist wieder einer rausgefallen. Im Moment. Das funktioniert nicht. So, jetzt bleibt uns nur noch eine Möglichkeit. Wir nehmen alle Tiere auf einen Schlag mit. Ja, ich weiß, ich höre schon den einen Voucher durch das gefährliche Gebiet vorne. Da wirst du mit Sicherheit viele, viele Tiere verlieren. Ich bin der Meinung, Leute, ich bin der Meinung, dass es nicht so wird. Ich glaube, wir schaffen das. Ich habe jetzt aber ein Backup angelegt. Das heißt, wenn wir jetzt losziehen und da vorne irgendwie ein Gigantosaurus spawnen würde, der uns mal kurz zusammenfleischt, dann habe ich ein Backup, dann spiele ich es ein und dann müssen wir es mit den Stargates machen, weil anders sehe ich dann keine Möglichkeit. Ich will aber den Versuch starten heute mit euch, alle Tiere inklusive der Karawane zu Fuß rüber. Ich werde es auf 2 Folgen, denke ich, hinkriegen. Wir werden das ein oder andere Speed-Up drin haben an Stellen, die nicht so gefährlich sind. Lasst uns das probieren, Leute. Ich will es unbedingt probieren. Jetzt werden wir uns heute hier kurz aufstellen, die Tiere alle dahin bringen, wo sie sind. Ich muss die jetzt alle einstellen, draußen dann schön anordnen, dass das passt. Und dann ziehen wir einfach los, Leute. Wir probieren das einfach. Ich nehme gerne Wetten entgegen, gar kein Problem. Ja, und wenn es halt der Wetteinsatz erstmal nur ums Recht, Leute. Ansonsten, ich glaube, wir schaffen es. Ich glaube, wir schaffen das. Es wird mit Sicherheit eine beschwerlichere Reise, als ich es gedacht habe. Aber halt mit U kann ich alle abstoppen, gell? Guck mal, was ich so dazulerne. Übrigens, Leute, ich habe es jetzt gerade so im Augenwinkel gelesen. Ihr habt den entdeckt, ne? Ich habe ihn beim Schneiden entdeckt, Leute. Hier drin hat er sich versteckelt. Der Baba Vouch. Da steht er nämlich. Ich fand's so witzig, weil der ja da hinten mit seinen neuen Mädels schon schwer beschäftigt ist, ne? Hitchway genommen und erstmal in die Community geflüchtet und sich versteckt. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich fand es total gut, Leute. So, ich drücke jetzt trotzdem mit Y, sonst kommen wirklich tatsächlich alle. Wir nehmen jetzt alle Tiere darunter. Alle Kombis gehen jetzt mit auf einen Schlag, Leute. Ich bin der Meinung, wir schaffen das. Ich werde natürlich langsam machen, ja? Gucken, dass sie alle hinterherkommen. Und wenn ich in der Entfernung irgendein Tier sehe, das uns gefährlich wird, werde ich natürlich stoppen. Guck mal hier, ne? Es sind echt ein Haufen Tiere, Leute. Ein bisschen war ich traurig darüber, dass es nicht geklappt ist, geklappt hat, muss ich dazu sagen. So schön aufgebaut. Aber ihr kennt mich, ich bin kein Kind der Traurigkeit. Im Gegenteil, ich habe sofort natürlich auch eine Idee. Ein Paraseer bleibt ja drüben, einen nehmen wir mit durch die Wüste dann. Wir bauen diese Seitentasche um, dass sie von oben begehbar ist und von unten. Und dann kommen Lager rein. Da können wir wunderschön, es sind einfach mobile Lager jetzt. Eins zwischen Canyon und neuer Kombihöhle. Und ein mobiles Lager dann für uns, wenn wir dann hin und her ziehen im Redwood und so. Jetzt pass auf. Geht nicht anders. Ne? Ihr seht ja, dass ich jetzt gerade beim Reden ist wieder einer rausgeglitscht. Das bringt uns einfach nicht den Effekt. Schade drum. Ich habe auch sogar probiert, Leute, mit Zaun. Ich habe versucht, untenrum nochmal mit Zaun zu verstärken. Da hast du allerdings das Problem mit den Elementen. Dann müsste ich die Elemente aufbohren. Dass man halt einfach unendliche Elemente bastelt. Dann könnte man es mit Zaun vielleicht verstärken und noch ein bisschen stabiler bauen. Doppeltes Fundament und so. Aber, Leute,
Wir machen es zu Fuß. Wir machen das einfach zu Fuß. Wir versetzen uns zurück, als wäre das Spiel noch in der Early Access, als wäre alles Mögliche noch gar nicht da an Mods. Und wir machen es einfach. Futter haben wir jede Menge dabei. Zieh dir das mal rein. Zieh dir das mal rein. Und ich bin der Überzeugung, Leute, dass wir spätestens am Mittwoch zur Mitte der Folge alle heil drüben haben. Das ist einfach, wo ich jetzt sage, ich gehe davon aus. Ich sage einfach, das ist so. So, pass auf. Ich will gar nicht so lange rumschwallern. Mein heutiges Ziel wäre tatsächlich, den Punkt zu erreichen, an dem wir damals gespawnt sind, wer sich erinnert. Also kurz vorm Lavagebiet, dann, so weit möchte ich heute kommen. Und wenn wir dann rechtzeitig dort sein sollten, noch ein bisschen Zeit haben, dann würde ich auch die Umgebung ein bisschen scouten, geschwind. Gucken, welchen Weg wir nehmen, ein bisschen vorfliegen, gucken, ob Feinde da sind, wenn Feinde da sind und so weiter. Schon ein bisschen aufräumen auch. Jetzt pass auf, ich gucke nochmal alles durch. Der Ei-Kollektor oder auch der Poop-Kollektor, ist das noch ein befruchtetes? Kombi-Ei? Nee, ist zum Essen. Alles klar. Das lassen wir alles hier so. Ich gucke jetzt nochmal kurz durch, ob wir genug Fleisch hätten. Und diese komplette Truppe hier, die muss ich jetzt aber gleich noch einstellen. Da muss ich auch nochmal ganz kurz in die Einstellungen, denke ich. Obwohl, warte mal, stoppe mal. Wenn ich jetzt F1 drücke, wie sind die jetzt dann eingestellt? Alle auf Passiv. Die sollen auch auf Passiv sein. Die sollen auf Passiv sein, aber sie sollen mir auch gleich alle folgen. Das ist ganz wichtig. Ich muss jetzt erstmal den hier rausbringen. Und damit es nicht ganz so krass aussieht, mache ich hier unten den Deckel wieder drauf. Auf der 4. Ist halt jetzt. Es lässt sich einfach nicht anders abbilden gerade. Oh, scheiße, so wollte ich es nicht. Egal. Ist es, Hauptsache es ist zu. Die Kombis hole ich gleich. Den Kollege hier bringe ich jetzt schon mal raus. Guck mal, der ist auch maßlos überladen gerade. Mache ich dann am besten so, dass ich ihn kurz ranpfeife. Komm. Wie viel Uhr haben wir? Ja, es wird jetzt auch gleich dunkel, Leute. Ist mir aber egal, wir gehen auch im Dunkeln los. Kenn ich nix, ne? Der Agi bleibt hier. Jetzt überlege ich sogar, ob wir alle drei Stumpen, Rümpfle, was wie sie alle heißen, die nehmen wir auch gleich mit. Wir müssen halt schauen, dass wir wirklich kerzengerade Wege finden. Das wäre das Idealste, ne? Komm, ich pfeife die schon mal ran. Dann gewöhne ich mich gleich so ein bisschen dran. Du sollst mit und du sollst mit. Und einer müsste noch irgendwo rumsitzen, da hinten. Guck mal, die Kombis. Das ist nur noch ein grüner Fleck jetzt. So. Ihr kommt alle mit. Müssen wir gleich mal gucken, dass wir es mit dem Folgeabstand einigermaßen machen. Die Bären müssen die natürlich in irgendeiner Form bewachen gleich. Wir kriegen das hin. Ich glaube da ganz fest dran, dass wir das schaffen werden. So, jetzt muss ich nur die wieder abstoppen. Du abstoppen, du abstoppen. Einer fehlt, ne? Was ist mit denen? Wo sind die? Wo sind die? Rümpfle, Alter, warum kommst denn du nicht mit? Guck mal hier, du musst weiter rechts fliegen. Ja, den muss ich gleich holen. Der hat sich da hinten reingeglitscht. Stopp. Rümpfle haben wir angehalten. Du kommst nochmal mit raus. Dich setze ich jetzt hier rechts dazu. Wir nennen sie links und rechts. So viele Leute von euch fanden das super. Haben gesagt, links, rechts finde ich gut. Machen wir. Leute, kein Problem. Machen wir jetzt auch einfach. Der Bär kommt hier hin. Der hier heißt dann links. Warum nicht? Find's gut. Außerdem kam die Idee von euch. Finde ich sowieso cool dann. Name ändern. Hier haben wir den Paraseer-Name links. Und ich werde auch das Blinken gleich wieder einstellen, dass man wirklich jetzt auch sieht, wie mutig wir hier jetzt voranschreiten werden, gleich zu Fuß. Boah, Alter, da habe ich dich so überladen. Komm her. Komm her, Süßer. Komm her. Ach so, wer ist denn jetzt links? Von welcher Seite soll ich es denn machen? Wenn ich so davor stehe, ist eigentlich jetzt links, rechts, ne? Links finde ich jetzt irgendwie weiblicher. Wir gucken mal eben. Ja, dann passt's. So machen wir das einfach. Wenn ich hinten dran stehe, passt's ja, ne? So, pass auf. Verhalten. Ne, nicht Verhalten. Optionen. Name ändern. Und unser rechts. Der liebe kleine süße rechts. Links, rechts. Dann kommt Mary. Mary bewacht den Smendle. Und Smendle, also der Barry, bewacht das Weible. Dann passt die Geschichte. Jetzt pass auf. Jetzt kommen die Kombis dazu gleich. Das Schöne ist ja, oder wir lassen das blaue Licht erstmal. Das sieht schon so ein bisschen nach strategischer Mission aus, finde ich. Also, der rechts nimmt auf jeden Fall die Mary aufs Folgen. Und die links, ist das geil, was wir hier treiben, nimmt den Barry auf Folgen. Und die Kompis, das wird jetzt eine Frage, weil ich werde wahrscheinlich mit dem Rex loszischen und töten. Das bedeutet, ich müsste mir jetzt ganz genau überlegen, wie die das jetzt mit dem Folgen, wie ich es anstelle. Pass mal auf, ihr folgt dann dem Paraseer gleich. Wem folgen die Kompis? Damit es jetzt nachher nicht irgendwie. Ich brauche einen Zwischenmann. Ich brauche einen Zwischenmann, Leute, für die Kompis. Wird noch eine kurze organisatorische Runde heute, aber wir gehen gleich los, wenn es hell wird spätestens, ne?
So. Ich würde sagen, die hänge ich an die Bären. Würde ich so machen. Der hintere Tross, der hintere Bereich bewegt sich für sich. Ne? Die Kombis als Schnittstelle zum Rex brauche ich noch am Ende. Das müssen wir jetzt irgendwie schaffen. Aber es war mir fast klar. Aber es ist doch echt scheiße, weißt du? Dann hast du so einen Kasten gebaut und die glitschen raus. Das finde ich total schade, weil die Idee an sich war cool. Die war gut. Aber was bringt denn das, wenn ich oben, ich schmeiß den Willi oben rein und die starke Mango schlüpft unten wieder raus, weißt du? So ging das die ganze Zeit beim Einräumen. Und es hat sich halt leider auch nicht beruhigt. So, Stumpen. Nein, 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 das war schon richtig. Bleib mal noch drauf. Wo ist denn der Bär? Wo ist der Bär? Hier ist der Bär. Hier ist der Bär. Hier ist der Bär. Hier steppt der Bär, meine Lichi-Bam. So, Rexona, wir brauchen eine Zwischenfigur. Ich brauche eine Zwischenfigur. Pass mal auf, dann machen wir das folgendermaßen. Aber die ganzen Kombis hänge ich an diese Zwischenfigur. Wir brauchen wahrscheinlich. Soll ich als Zwischenfigur? Ne, ich will die Kombis jetzt nicht an so einen hier dranhängen. Aber dich muss ich auch gleich nochmal mitnehmen. Komm mal, Mama, als erstes. Komm mal mit. Welches Tier würde ich. Weißt du was? Der Dilophosaurier, Leute. Der ist doch immer so alleine, ne? Der ist doch immer so alleine. Den Dilophosaurier nehmen wir auch mit rüber. So. Den will ich hier anhängen. Hat das jetzt geklappt? So. Wem folgen die jetzt? Passt es? Mary, Mary. Rümpfle folgt Barry. Und der Transporter auch. Das machen wir. Der Dilophosaurier wird mehr oder weniger das Bindeglied. Wie soll ich es denn erklären? Die Flansch. Wie auch immer ihr das nennen wollt. Das Verbindungstier zwischen Rex und Kombi sein, ne? Das heißt, wenn ich mit dem Rex vorgehe kämpfen, dann hänge ich einfach den Dilopho ab, gehe raus mit dem Rex. Und die Peterlin, das klappt dann schon. Jetzt pass auf, Leute. Das heißt, du bekommst eine Aufgabe, Alterle. Komm mit. Komm mit, mein Süßer. Ach, das geht gar nicht. Ich kann die Kombis an den gar nicht dranhängen, richtig? Ja, nee, nee, es geht ja gar nicht. Ich kann die Kombis, aber ich kann dich nicht reiten. Ich kann dich nicht reiten. Es tut mir leid, dass ich dich aufgeschreckt habe. Müssen wir irgendwas anderes nehmen? Irgendwas, mit dem ich reiten kann? Die Schildkröte? Sollen wir die Schildkröte mit rübernehmen? In Canyon? Ich weiß nicht. Ich könnte sie halt reiten, ne? Ich gucke jetzt gerade mal. Oder eins der Pferde. Oder das Einhorn sogar. Sollen wir das Einhorn mitnehmen? Sollen wir das Einhorn mit rüber? Ja, komm, das Einhorn ist eh in so einer Höhle so eingesperrt. Wir nehmen das Einhorn mit rüber, meine Lieben. Das machen wir. Boah, jetzt wird's übel. Jetzt wird's übel. Ich flatze da einfach mal durch, ne? Ich werde die jetzt nicht alle erwischen, so, wenn ich hier so durchgehe. Wenn ich jetzt aber J drücke und alle Folgen mache, dann habe ich viel zu viele Tiere nachher nicht dabei, ne? Oh Gott, Leute, ich weiß nicht, ob das das wird. Ich kann es nicht sagen. So, jetzt reite ich mal hier hin, dass ich sehe, welche ich noch nicht habe. Haha, das wird was. Was machen wir schon wieder für Aktionen, Leute? Sau gut, aber, oder? Wie gesagt, ich habe den Spielstand auf jeden Fall gesichert. Es kann nichts passieren. Wenn wir jetzt sterben oder ich ein Tier nur verliere, müssen wir auf Stargate ausweichen. Ne? Es ist eine einmalige Aktion, die ich jetzt gerne probiere. Einfach, um es probiert zu haben. Und danach habe ich das Stargate auf jeden Fall für Offscreen-Arbeiten mir verdient, finde ich. So. Der Laurenz hängt noch da hinten rum. Mr. Richter, sind Sie soweit? So, Leute. Jetzt pass auf. Ah, das wird hier schon nicht funktionieren, weil wir nicht rauskommen. Pass mal auf. Ich bin mal gespannt, wie viel jetzt gleich hängen bleiben. Joho, der ganze Trupp. Nö, die sind alle da. Ah, geschmeidig, Leute, geschmeidig. Wie eine sanfte Welle seid ihr. Ist der Hammer. Ich freue mich voll auf die dritte Kombi-Runde, ne? Ist echt der Wahnsinn. Ah, saufen wir die jetzt hier? Guck dir das mal an. Zieh dir das mal rein. So, jetzt hier raus, Leute. Alle hier rüber. Und hoffentlich bleibt keiner hängen. Lego mio. Die sind alle auf Passiv, ne? Ich habe es vorhin getestet. Das heißt, wenn jetzt ein Kampf wäre, würden die jetzt nicht davon rennen. Da hinten, hey, wer ist denn schon wieder Nachzügler? Der Baba Vouch. Auf einmal findet er den Anschluss nicht mehr hier. Folgt Einhorn. Ach Gott, wie süß. Baba Vouch folgt Einhorn. Wie ich das gut finde. So, meine Lieben. Hier endet. Ich gucke, ob alle da sind. Ich ziehe nochmal ganz kurz rein, ob ich was vergessen habe. Wen haben wir auf der Schulter? Unser Benno ist auch dabei. Wir haben alle drei. Ist das ein Trupp, Leute? Ich bin so gespannt. Ich habe schon die ein oder anderen gelesen, die sagen, boah, das würde ich so nicht machen und baue es lieber so. Und
Ich bin gespannt, Leute. Wie gesagt, ihr dürft gerne Wetten annehmen. Ihr könnt sagen, Leute, ich glaube nicht, dass er es schafft. Bin ich nicht böse drum. Ich bin auch nicht ganz sicher, ne? Aber ich muss ja mit positivem Beispiel vorangehen. Das war ja meine Aktion, weißt du, das so zu machen. So, die Lofotirp sorge ich auf jeden Fall noch irgendwann eine Weible oder Mändle. Ich mache auf jeden Fall die Stargates an alle Bases, die wir haben. Einfach, dass wir da geschwind umswitchen können. Leute, es kann sein, in einem halben Jahr habe ich voll Bock, dass die Trikes zum Beispiel, dass wir Trikes züchten, 20 Stück, und ich die aber lieber im Canyon will und so. Und dann kann man zumindest ein bisschen Zeit sich sparen, weil wir kennen die Strecken, die wir jetzt fliegen. Boah, euch hätte ich eigentlich mitnehmen sollen, aber ihr seid zu langsam für die Aktion gerade. So, Fackel weg. Wir haben 6.30 Uhr. Ich muss jetzt nochmal schauen, ob wir wirklich genug Fleisch haben für die Tiere. Wir haben nämlich sehr viele Tiere dabei. Ich guck kurz. So, Leute. Schnallen wir uns an, wir haben noch eine gute Viertelstunde Zeit für die Folge. Wer hat das Fleisch gehabt, links oder rechts? Ich glaube links, aber ich bin mir nicht sicher. Ist aber egal, wenn ich oben bin, kann ich beide bedienen, ne? So. Ja, wir haben genug Fleisch. Wir haben genug Fleisch. Wir haben genug Fleisch. Guck mal, das wiegt doch so viel, nimm das mal raus. Alter, hast du noch genug Essen? Passt, können wir los, sind wir bereit? Oh. Oh. Okay. Jetzt pass auf, die Tiere muss ich jetzt noch anhängen ans Einhorn, ne? Die muss ich noch anhängen ans Einhorn und dann muss ich den Folgeabstand hier jetzt aber zumindest auf Mittel oder so machen. Verhalten, Folgeabstand ist auf Mittel, würde ich sagen, ist okay. Das Einhorn kriegt seine Bestimmung. Wir haben dann ein Einhorn, Leute, da können wir auch hin und her reiten für schnelle Runden. Wir müssen ja nicht immer den Ding nehmen dann, den Para, den wir drüben lassen. So, ich probiere rechts einzufangen. Müsste gehen, ne, wenn ich so mache. Rechts, links, passt. Ich gucke. Oh, Lego Mio. Jetzt sieht es schon immer so witzig aus, was ich hier mache. Und jetzt muss ich das Einhorn einfangen. So, der Rex hat das Einhorn. Das Einhorn hat alle Kombis und den Dross. Und wenn ich jetzt mit dem Rex irgendwas machen muss, einfach das Einhorn abkoppeln, ne? Einhorn defolgen. Und dann steht der Dross und ich kann mit dem Rex schön sauber machen. Das ist schon mal dafür. Was wir noch nicht haben, ist eine Verteidigung. Und damit es nicht durcheinander kommt, werde ich jetzt die Bären. Die Bären werde ich vom Verhalten auf mein Ziel an. Ne, die lasse ich auf neutral. Die Paraseer setze ich auf passiv. Genau, dass die mir nicht alles durcheinander bringen. Passiv. Die Vögel. Passiv. Sehr gut. Ist Absicht, Leute. Ist Absicht. Sind alle auf Passiv. Das heißt, wenn jetzt irgendwas angreift, die Bären werden auf jeden Fall mithelfen. Ich muss mal kurz gucken, ob Mary auch bereit ist zum Kämpfen. Verhalten, neutral. Sehr schön. Der T-Rex, der wird mir helfen. Den machen wir auf Verhalten. Mein Ziel angreifen. Alles klar, das war's, Leute. Und das Einhorn hier muss eigentlich auch auf Passiv. Verhalten, Passiv. So probieren wir das. Natürlich, also das Ziel ist einfach... Oh, Lego Mio. Jetzt wird es hier schon interessant. Wo gehen wir jetzt lang? Ich muss halt gucken, dass ich gerade Stellen finde, ne? Hier gehen wir lang. Ich bin gespannt. Ich habe ja die Liste, Leute. Auf der Homepage ist ja die Liste der Kombis, wer von euch schon auf der Welt ist, wer noch fehlt. Da ist ein Häkchen dran bei allen, die da sind. Ich werde natürlich dann anhand dieser Liste gucken, ob das passt, ne? Jetzt pass auf, ich brauche hier nochmal eine Änderung. Eine Änderung. Ich werde nämlich öfter absteigen müssen. Wer hat denn von euch gerade den Sattel auf, Jungs? Du? Ne, ne, ne. Komm, 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 komm. Nicht da reinfliegen jetzt. Da kann ich nicht viel mit dir anfangen. Oh, leck. Warum muss der jetzt da... Wieso folgt denn der noch? Oh, Mann, Alterle. Den hier will ich eigentlich rausholen gerade. Hat geklappt. Sie folgt mir. Jo, aber nicht so schnell, Digga, ne? Ich bin ein alter Mann. Runter. Sitz runter. Sitz runter, Süße. Sehr schön. Okay. Also ihr wisst, was ich vorhab, ne? Es dauert eine Weile, bis ich jetzt eingefahren bin. Wie gesagt, ich werde das Ganze auch mit Speed-Up so ein bisschen unterstützen, dass es hier tatsächlich auch zielführend ist. Also, dass wir auch wirklich die Woche vielleicht noch das Ziel erreichen. So, jetzt probiere ich es mal so auf die Art kurz. So. Ja, so wird es funktionieren. Jetzt pass mal auf, weil ich habe nämlich das Ziel, sag ich mal, bis hierher, ja? Dann würde ich sagen, einfach um zu gucken schon mal, wie verhält sich der Trupp. Das kann ich nämlich immer wunderschön abstoppen. Dann kann ich hier so zurückfliegen. Schauen, okay, sage ich ja, passt, sind alle Tiere da. Ich sehe auch kein Kombi, der jetzt in irgendeiner Form hier noch zurückgeblieben wäre.
also zurückgeblieben in Form, noch dastehen würde. Der Baba Vouch war gestern schon so ein bisschen zurückgeblieben, da war nämlich plötzlich weg, ne? So, weißt du, dann kann ich immer sagen, okay, nächsten paar Meter, meine Freunde, nächsten paar Meter. So werden wir es hinkriegen. Natürlich ist jetzt hier kein Feind. Natürlich, Leute, ich bin mir dessen schon bewusst, dass es noch nicht ganz durchstand. Guck dir das an, ist der absolute Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. Guck mal, wie die da rumwuseln. Und so eine Aktion, Leute, werden wir auch machen, wenn alle da sind von euch. Wenn wirklich alle auf der Welt sind. Dann werden wir einen T-Rex oder irgendwas, werden wir uns schnappen und werden die komplette Armee auf den... Natürlich mache ich wieder ein Backup vorher, aber ich will mal sehen, wie viele... dabei draufgehen würden, weißt du? Wir skillen natürlich die ganzen Kombis einzeln noch. Gut, das wird schon richtig geil. Mir gefällt es ja jetzt schon, wenn die hier so rumwuseln. Ich muss das... Guck mal, wie sie da hinten rumschlänzen. Hammer. Hammer. Okay, pass auf. Ich mache hier wieder... kurz ausklinken einmal. Weißt du? So. Passt. Rexona. Alle folgen Rexona. Und dann kann ich hier immer so zurückfliegen. Für jetzt... Guck mal hier zum Beispiel, ne? Starke Mango ist sich noch nicht ganz so sicher, ob sie zur Gruppe da vorne irgendwie aufschließen will. Und ich fliege immer so ein paar Meter zurück, deswegen werde ich auch wahrscheinlich ein Speed-Up machen morgen, bis zu gewissen Stellen. Und wenn es das Gefühl vermittelt mir, es wird gefährlich, es wird eng oder so, dann schalte ich natürlich vom Speed-Up raus, ne? Ich nehme es ja praktisch in einem normalen Ding auf, dass wir tatsächlich morgen vielleicht hinten die Höhle erreichen. So, aber ich habe heute immer noch mein Ziel, den Spawnpunkt zu erreichen, an dem der Aldele auf die Map eingestiegen ist. Hatten wir erst im Rückblick in der 100. Folge. Da möchte ich heute mit euch ankommen, weil dann sind wir nämlich schon ziemlich weit auch. Ich muss natürlich immer wieder mal abstoppen zwischendrin. Das lässt sich jetzt leider nicht anders vereinbaren. Wie die Vögel drumherum. Und guck mal, die Kombis vorne alles so shit. Doch, das passt schon, oder? Es ist jetzt noch keiner irgendwie verloren. Ich guck ja hier. Da könntest du eigentlich, wir hätten den Egg-Collector noch draufsetzen sollen. Guck mal, wie viel Code hier rumliegt. Eine verwüstende Spur von Kacke, Alter. Ist der Hammer. Ist der Hammer. Sie sind aber alle da. Zwei Flieger, Einhorn als Verbindung. Passt. Weiter geht's. Die nächsten paar Meter, meine Lieben. Ich weiß schon, ich höre das schon richtig. Voucher, hier ist ja jetzt auch noch nicht wirklich ein Problem. Oh, übrigens haben wir noch ein ganz kleines To-Do. Das werde ich jetzt eben mal machen. Ich will nämlich noch ein bisschen Raw-Matten holen. Das ist auch das Einzige, was ich nicht mit habe, ne? Flieg mal da hoch. Wie schnell die Tiere sind, die Flugsaurier hier. Die sind echt schnell. Ich bin es gerade voll nicht mehr gewohnt, wie schnell die sind. So, wir holen uns jetzt da hinten Raw-Matten. Trupp bleibt stehen. Es war keine Gefahr zu sehen. Passt also alles, ne? Schabüppel. Werden wir natürlich dann auch in Canyon holen. Bauen wir uns eine kleine Schaffarm auf, ne? Wenn wir dann soweit sind drüben und dann auch wirklich vor Ort sind. Schönes Schaf. Übrigens auch nochmal herzlichen Dank an der Stelle für den Hinweis zum Event. Ich werde es ab der morgigen Folge zugeschaltet haben, ne? Ja, ja, ist gut. So, Alter, dann jetzt packst du hier Fleisch. Raw Mutton. Kann es sein, dass es mit dem Speer mehr bringt? 19 ungefähr, 205. Das sind ungefähr 15 und hier... Ich würde fast sagen, am besten fahre ich so, oder? So, dann haben wir das auf jeden Fall vorrätig. Mein Problem ist nur, dass wir kaum Platz haben. Kannst du mich noch tragen, wenn ich das so mache? Das war mir fast klar. Muss ich was rausschmeißen? Das kommt auf jeden Fall raus. Die Häuser will ich eigentlich behalten. Leder und Pelz kann weg. Brauchen wir nicht. Haben wir genug. So, meine Lieben. Weiter geht's, weiter geht's. Ich habe so Bock gehabt, die Aktion trotzdem genauso zu machen. Und ich bin überzeugt davon, es wird in unsere Geschichte eingehen. In die Geschichte vom Alderle auf Ragnarok mit euch zusammen wird das eingehen, dass wir die Aktion gemacht haben. Guck mal, wie die alle in Aufruhr sind. Parenga und Katzenga. Nein, Alderle. Hängst du jetzt fest? Genau, hier will ich so Ramatten reinmachen. Ist jetzt nicht so schwer, dass der jetzt überladen wäre, oder? Ich gucke. Ja, knappe Geschichte, aber geht noch. Und weiter geht's. Unser Einhorn haben wir auch dabei. Das Einhorn, das war mir sowieso die ganze Zeit schon irgendwie... Ich habe öfters mal dran gedacht, dachte ich, ja, wir sperren das Einhorn in die Höhle. Ist doch scheiße. So, der Dross setzt sich in Bewegung. Weiter geht's. Wenn jetzt hier natürlich ein Giga käme, dann haben wir echt so ein bisschen die Arschkarte. Dann hoffe ich, dass es ein kleiner ist. Und dann würde ich tatsächlich mit dem Rex und mit den Bären versuchen, drauf zu gehen. Kenne ich nix. So, jetzt will ich tatsächlich als nächsten kleinen Zwischenstopp da vorne das haben. Hier ungefähr. Oder sollen wir oben rüber gehen? Hier sieht es mir ein bisschen felsig aus. Weißt du, was wir machen? Dafür haben wir ja den Scouty dabei. Ich scout mal kurz runter.
Ich glaube, wenn man hier entlang laufen würde, es funktionieren. Hier so entlang, da vorne ist die alte Hütte. Und dann hier das Stückchen am Strand. Muss ich kurz gucken. Dodo, alles gut. Ich sehe keine Allosaurier nachgespawnt oder irgendwas. Hier unten wird es zu blöd. Wir müssen also oben rüber. Wir müssen oben rüber. Nächster Stop ist hier für mich. So machen wir das. Lalilalilalilalum. Das Schöne ist auf die Art und Weise, sind wir mal wieder etwas langsamer auch in den Gebieten unterwegs. Freue ich mich tierisch. Und gerade vorne wird es jetzt nachher tierisch interessant, um nochmal tierisch zu sagen. Es ist ja auch tierisch, wenn man es so sieht, gell? Nee, nee, du hast jetzt einen Fehler gemacht. Der Rex darf nicht umdrehen. Ich sehe da hinten keine Tiere. Ich meine, die sind alle da. Willst du wirklich hier runter und da vorne dann links abbiegen, gell? Mach mal K rein. Ich glaube, mit K sieht das Ganze nochmal schöner aus. Und das ist auch die Geschwindigkeit, mit der ich das dann im Speedup morgen mache, ne? Links, rechts hat auch schon kapiert. Am geilsten ist es, wenn man... Jetzt hatte ich der Rex in dem Schnabels, gell? Da könnte ich den Folgeabstand vielleicht noch kurz umstellen. Das passiert sonst ständig. Der müsste aber auf Mittel sein normalerweise, oder? Wenn er auf Mittel ist, lasse ich es so. Verhalten? Ja, lass mal so. Weiter geht's. Schala, schali. So, und da vorne haue ich nochmal kurz einen Zwischenstopp rein, fliege nochmal zurück, gucke, ob ich irgendwelche Tiere verloren habe. Und wenn wir es so sehen, Leute, kommen wir eigentlich recht gut voran, oder? Wir müssen hier runter. Ja, ich würde sagen, bis hierher. Bis hierher, dann klinke ich den Rex jetzt wieder aus und mache meine Tour zurück. Schau, ob ihr alle da seid. Sehr schön, sehr schön. Hier ist auch alles gut. Man sieht ja auch, wo wir gelaufen sind, ne? Kackerhaufen, Kackerhaufen, kleiner Kackerhaufen. Ne, ist alles klar, Leute. Es sind alle da. Und dann haben wir ja immer noch die Chance. Falls jetzt jemand zum Beispiel sagt, Voucher in der Folge, da hast du einen übersehen, der ist hängen geblieben, fliege ich zurück und schnapp den dann. Ich glaube, da fahren wir insgesamt schneller, die Tour, als wenn ich ständig am Einsammeln bin oder so und am Einräumen wieder, ne? So, weiter geht's. Den habe ich jetzt auf Folgen genommen. Ah, er hat nur ein bisschen gebraucht. Ich glaube, der Server rechnet auch gerade so ein bisschen und denkt sich, boah, was macht der für eine Aktion hier? So, meine Lieben, hier rum, jawohl. Ist da mal, oder? Ist jetzt nur mal ein kleiner Vorgeschmack auf die Kompi-Runden, die wir noch machen. Mir fällt da mit Sicherheit allerhand Scheiß ein, den wir dann immer zwischendrin mal reinstreuen, dass ich dann alle Kompis auf Folgen nehme und dann geht's ab, ne? So geht's, in der Geschwindigkeit geht's. Hier müssen wir hoch. Scheint alles gut zu sein. Ich sehe zwei Flattermänner. Ich sehe Barry und Larry. Sind die noch da? Ich lasse mal kurz aufschließen. Sieht so jemand von euch? Barry sehe ich. Rümpfle sehe ich. Ich muss gucken, die noch da sind. Ich will halt kein Tier verlieren, ne? Und guck mal, wie sich das auch verhält. Also es sind tatsächlich, ist 9 Kombi pro Rudel die Obergrenze offensichtlich, ne? Ja, jetzt ruckelt sogar ein bisschen. Das erste Mal, ne? Mary, Barry sind alle da. Einhorn ist da, Rex ist da. Stumpen ist natürlich der Mann der Stunde hier. Der hat die ganz fette Aufgabe heute erwischt. Weiter geht's. So machen wir das. Die morgige Runde wird wahrscheinlich etwas aufregender, weil da kommen wir dann auch in die Gegend, wo es ein bisschen gefährlicher wird, ne? Ich lasse mich mal kurz auf die Map gucken, oh. Ha, ist doch schon noch ein ganzes Stück, ne? Aber überleg mal, wir sind ja insgesamt im Redwood gestartet, ne? Zeit haben wir noch ein bisschen. Wir schaffen auf jeden Fall den Punkt heute. Ich mache so lange, bis wir dort sind. Alles klar. Und offscreen werde ich wahrscheinlich nochmal ganz komplett den Weg auch zurück abfliegen, ob ich wirklich kein Tier übersehen habe, ne? So hangeln wir uns da jetzt vorwärts. Da vorne ist schon das Lavagebiet, meine Lieben. Aha, das wird geil. Und ab morgen haben wir das Event. Und wenn wir dann diesen speziellen Rex sehen, werde ich den auf jeden Fall zähmen. Dann machen wir, egal wo es passiert, werden wir Zwischenstopp machen. Nee, 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 du sollst ihn auf Y. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis ich... Hier brauchen wir gar nicht runter. Das wollte ich jetzt kurz wissen. Wir laufen jetzt hier oben entlang am Bronto vorbei. Hier entlang, ich sehe keine Allosaurier, ich sehe keine Gigas, es ist alles gut. Der Titano, der könnte natürlich, wenn er wollte. Und hier würde ich dann mit dem kompletten Trupp nach unten gehen. Ist ein bisschen eng, gell? Ja, aber immer noch breit genug. Und dann sind wir ungefähr, ja, parallel halt, da wo wir gespawnt sind, von einer langen, langen Zeit. Von hier aus, hier würde ich die Folge beenden. Hier schlafen wir heute Nacht. Hier schlafen wir heute Nacht. Und von hier aus geht es dann morgen weiter. Und ich gehe davon aus, Leute, dass wir bis Mittwoch drüben sind. Ne? Ich habe auch nochmal einen Hinweis bekommen vom Sascha, wie ich dann ungefähr rein kann. Wir werden es uns nochmal ganz genau anschauen. Sobald wir in der Nähe sind von dem Gebiet, werde ich natürlich vorscouten und gucken. Morgen wird die Folge damit anfangen, dass wir erstmal alles abfliegen und schauen, wie laufen wir.
Wo ist es gefährlich? Wo können wir durch mit unserem Trupp? Der Titano. Ist das nicht geil, Leute? Ist das eine schöne Aktion? Ist das eine schöne Aktion? Machen wir morgen auf jeden Fall Wegerkundung. Selbst jetzt, wo ich ungefähr weiß, wie ich laufen muss, können wir immer so ein Stück Weg uns vorweg abfliegen, wie gerade eben. Finde ich super. Ah ja, guck mal, zeitlich passt alles. Die Tiere sind da. Klinke nochmal aus. Wir haben es ja nicht eilig. Wir müssen es vorsichtig machen. Sonst haben wir ein Problem. Die Tiere sind alle auf Passiv, bis auf die Kampftiere Bären und Rexe. Kann also nichts passieren. Doch, wenn der Rex jetzt angreift, dann wird er durch das Folgen vom Einhorn alles durcheinander bringen. Aber das geht jetzt momentan erstmal nicht anders. Doch, das würde anders gehen. Nee, würde nicht, wenn ich auf dem Rex reite. Und ich werde wahrscheinlich später auch umswitchen auf den Rex. So, jetzt holt er den Tyrannosaurus da wieder ran. Komm, Diggerle. Weiter geht's. Da hinten werden wir in diese Mulde da jetzt gleich reinkrabbeln. Da freue ich mich schon tierisch. Was haben wir denn da drüben? Was haben wir da drüben? Das hier zum Beispiel. Das könnte unter Umständen gefährlich werden, wenn wir jetzt da unten hausen. Kann das passieren, dass der runterkommt und so ein Kombi hat er gleich verquetscht, ne? Deswegen werde ich jetzt gleich vielleicht noch kurz die Umgebung sauber machen. Fliegt es nochmal grob ab oder mit dem Rex kurz ablaufen. Lass sie mal alle nachziehen. Kurz warten, bis alle da sind. Noch ein Stück will ich weiter rein. Hier in diesem kleinen Minital. Da möchte ich uns jetzt auf jeden Fall absetzen für diese Folge. Das wäre dann aus meiner Richtung hier. Dich würde ich auf die Folgen machen. Und jetzt kommt es, wie ich es vorhin gemeint habe. Ich klinge praktisch das Einhorn aus. Ja? So. Jetzt sind aber alle noch am Einhorn dran. Außer der Rex und der Vogel. Jetzt kann ich zum Beispiel einfach loscouten, wenn ich will. Kann sagen, ich guck mal eben. Der Mantis da hinten, den werde ich gleich mit dem Rex wegmachen. Hier sehe ich erstmal nichts. Wieso ist denn der hängen geblieben? Wieso bist denn du hängen geblieben, Barry? Komm mal mit. Ah, okay, war ich kurz außer Reichweite. Das muss man halt immer wieder abtesten, da kommen wir nicht drum rum. Wie ist denn das jetzt passiert? Moment, mal, machen wir langsam. Wo hängt denn der Barry? Barry hängt noch auf links. Mary hängt noch auf rechts. Stumpen ist klar. Rümpfle ist klar. Und ich habe irgendwas gepfiffen, was keine Auswirkung gehabt hat, aber ist in Ordnung. Wir gehen nochmal zurück. Sind auch noch irgendwelche Kombis zurückgeblieben, gerade jetzt hier durch die Aktion? Das wäre wichtig, nochmal zu schauen. Ein Trike vorne, das macht uns erstmal nichts. Ah, dich habe ich auf Folgen genommen. Na, komm mit rüber. Komm mit rüber. Kombis sind alle da, wo sie sein sollen, Leute. Ich muss ihn kurz zurückbringen. Rümpfle. Rümpfle habe ich jetzt abgestoppt. Den werde ich dann praktisch hier wieder mit ihm nehmen oder mit ihr. Rümpfi-Mümpfi. Das passt, das passt. Scouten ist klar, das machen wir jetzt auch noch fertig. Alles klar. Aber die Tiere sind aber alle am Futter, ne? Die sind alle am Futterdruck. Ich muss mal gucken, nicht, dass da irgendwas nicht stimmt oder so. Haben die alle ein Futterdruckzeichen? Nicht, dass mir die verhungern. Ja, passt, Leute. Wunderbar. Tolle Geschichte auf jeden Fall. Ich flitze mal hier kurz durch. Ich glaube, wir sind hier soweit sicher. Für die Runde morgen werde ich natürlich hier ganz explizit den Weg abfliegen, gucken, ob wir unten entlang gehen oder ob wir vielleicht hier entlang gehen lieber. Wenn da Feinde sind, werde ich sie wegräumen und wir werden hier vorkämpfen. Wir werden uns hier vorkämpfen, Leute. Kerzen gerade durch. Ja. Ich freue mich drauf, es wird aufregend. So, ich mache den Mantis noch kurz weg, könnt ihr noch kurz dranbleiben, dann mache ich die Folge aus für heute. Dann sind wir schon mal hier jetzt gelandet, Leute. So, lieber Rex, jetzt musst du ganz kurz, das Einhorn habe ich nämlich abgehängt. Du müsstest kurz da hinten versuchen hochzukommen. Dann hauen wir den Mantis kurz weg, bevor der dann irgendwie davor tänzelt und uns plötzlich überrascht. Alles klar. Wow, das ist eine geile Geschichte. Ja, wir laufen ziemlich unten am Strand entlang, würde ich sagen. So. Hat er gar keine Anstalten gemacht zu kämpfen hier, der Mantis, ne? So, das Thema ist erledigt. Der kann uns auf keinen Fall blöd. Und du willst du von hier oben aufpassen oder willst du runter? Da vorne ist doch der Berg schon, Leute. Ich guck mal ganz kurz hin. Könnt ihr mal ja reinschreiben, ob ich richtig liege. Wer hat denn dich jetzt bitte angestupft zu schreien, Diggerle? Hier hinten, da müssen wir hin, ne? Also hier unten gehen wir durch. Wird eine interessante Geschichte auf jeden Fall. So. Nicht da runterfliegen. Muss aufpassen auf sein Leben, gell? Okay, machen wir hier ein bisschen Licht, dann sehen wir auch, wenn was kommt oder spawnt. Ja, reißt die Bäume runter, alter Schwede. Meine Lieben,
Der Montag ist geschafft. Wir sind auf dem Weg. Wir sind unterwegs mit all den Tieren, die wir drüben haben wollen. Es ist einfach nur schön. Es macht auch gerade tierisch Spaß, einfach zu sehen, ob es klappt oder nicht. Wo sind jetzt unsere? Wo ist unser Trüppler? Wo ist unser Trüppchen? Ohne das Trüppchen... Wo sind die? Ohne Trüppchen kein Süppchen. Leute, wo haben wir die abgestellt? Wo habe ich denn die abgestellt? Ich muss mal da hoch. Hier drin dachte ich, nee. Ach, wir sind noch ein Stück weiter rechts rausgelaufen, oder? Ich weiß es halt nicht. Der Titano da oben, mal gucken, ob der uns nicht alles versaut und sich irgendwie plötzlich geärgert fühlt. So, ich gehe zurück zum Lager und wir sehen uns morgen genau an der Stelle wieder, ohne Schnitt, ohne Offscreen-Geschichten. Wir machen so lange zusammen, bis wir hinten sind. Geht mal davon aus, Mittwoch wird's werden. So, du passt jetzt einfach von hier auf, würde ich sagen. Ich gucke nochmal ganz kurz durch, wie das hier aussieht. Ich will nochmal ganz geschwind vorne an die Spitze von dem ganzen Dross. So, meine Lieben. So sieht es momentan bei uns aus. Warte mal. So. Huch. Da stehen wir in der Schlucht. Päusle, ne? Also bis morgen, meine Lieben. 17 Uhr bin ich wieder da zur Daily Dosis. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dann.